Eine der ganz großen Fragen in der Meteoritenforschung ist natürlich, wie die Chondren entstanden sind. Und dazu gibt es verschiedene Modelle. Manche Modelle sagen, die Chondren entstanden in der protoplanetaren Scheibe durch kurze Aufhaltsereignisse, vielleicht Nebelblitze, Schockwellen oder sowas. Es gibt aber auch Modelle, bei denen es heißt, Planetesimale sind zusammengestoßen, dann wurde sehr viel Material rausgespritzt und das, was rausgespritzt wurde, diese kleinen Tröpfchen dann, das ist praktisch, was die Chondren gebildet hat. In dem Fall könnte man erwarten bei so einer Kollision, dass vielleicht der Planetesimal schon in irgendeiner Form differenziert war, das heißt, die Chondren auch diese Differenziationsprozesse aus dem Asteroiden widerspiegeln. Und das lässt sich zum Beispiel anhand dieses Plots hier auch überprüfen. In diesem Plot ist hier auf der X-Achse 1 durch Silizium als Massenverhältnis aufgetragen und auf der Y-Achse das Magnesium durch Silizium-Verhältnis. Wenn man das in der Form aufträgt, Magnesium, Silizium durch 1 durch Silizium, werden Mischungslinien in diesem Diagramm als Linien dargestellt und nicht als Parabeln. Also beispielsweise ist hier oben Forsterit, dann in diese Richtung kommt dann mehr Silizium rein und das heißt, hier ist Enstatit und hier unten hat man dann schließlich noch SiO2. Das ist also eine Mischungslinie zwischen Forsterit und SiO2. In diese Richtung wird es dann eisenreicher, entsprechend hat man hier Feierlit und vom Feierlit aus gibt es dann nochmal die gleiche Mischungslinie wie zwischen Forsterit und Silizium, jetzt zwischen Feierlit und Silizium eben mit etwas mehr Eisen bei dem Ganzen. Die ganzen grauen Punkte, die hier reingeplottet sind, sind Balkzusammensetzungen von Chondren aus gewöhnlichen Chondriten. Und wenn man jetzt schaut, dann sieht man, dass alle diese Balkzusammensetzungen irgendwo zum einen zwischen ungefähr Forsterit und Feierlit liegen, was ganz gut passt, denn die gewöhnlichen Chondrite haben sehr viel Typ 2 Chondren, zumindest oftmals eisenreiche Chondren. Und außerdem plotten die alle zwischen Olivin, hier oben liegt ja insgesamt Olivin, und hier unten SiO2. Das heißt, alle dieser Chondren liegen in etwa eines solchen Trends hier. Und ein solcher Trend ist jetzt eine Mischungslinie. Das heißt, hier sieht es wirklich sehr stark danach aus, dass die Chondren Mischungen sind aus Olivinmaterial und SiO2-reichem Material. Ob das jetzt Quarz oder Pyroxen, sei mal dahingestellt, aber das sind mit eben diese beiden Endglieder. Und natürlich auch noch haben sie dann variable Eisenzusammensetzungen. Jetzt kann man mal schauen, wie eigentlich differenzierte Gesteine in diesem Plot aussehen, also wo die liegen. Und dazu sind mal hier zwei Trends eingezeichnet. Der eine Trend, bei dem einen Trend, fängt man an mit einem L-Chondrit. Der liegt hier mittendrin, dieser L-Chondrit, dieser Stern. Und dann wurde mit MELTS, dem Programm MELTS, das man online im Internet verwenden kann, wird mit MELTS hier ein Pfad gerechnet. Und dieser Pfad läuft hier runter und da lang. Also eine Schmelze, die sich aus diesem L-Chondrit entwickelt, bewegt sich entlang dieses Entwicklungspfades hier runter. Und sehr anders als die ganzen Chondren der gewöhnlichen Chondrite, die alle nicht auf einem solchen Pfad liegen. Als zweiter Trend sind eingezeichnet terrestrische Gesteine. Die fangen hier oben an mit sowas wie einer basaltischen Zusammensetzung, also dieser blaue Pfad hier, und entwickeln sich dann über die verschiedenen Stufen hier nach unten weiter. Und auch bei diesem zweiten Trend sieht man ganz klar, dass die Chondren eben nicht auf diesen Trend drauf liegen, sondern eben eher entlang dieser Mischungslinien. Wenn man aber jetzt beispielsweise Eukrite anguckt, die Eukrite, diese roten Punkte, die liegen hier tatsächlich voll auf dem Trend, auf dem terrestrischen Trend drauf. Eukrite kommen jetzt von wahrscheinlich Vesta, von einem Asteroiden, der vermutlich auch irgendwelche Differenziationsprozesse erfahren hat und da kann man ganz klar sehen, wenn solche Differenziationsprozesse stattfinden, dann sind auch die Meteorite, die von so einem Mutterkörper kommen, reflektieren das und liegen auf einem solchen Trend drauf. Und es gibt noch andere hier unten, diese blauen, die hier ganz weit unten liegen. Das sind so granitoide Klasten, die liegen auch eher auf so einem Trend wie terrestrisches Gestein. Andere Klasten, wie die hier eingezeichnet, die liegen dafür wieder eher. Das sind jetzt keine Granitoidenklasten, das sind nur welche, die sehr siliziumreich sind. Die liegen auf so einem Mischungstrend. Das bedeutet, was man hier eben sieht, ist, dass Chondren
mit großer Wahrscheinlichkeit bzw. die Variation der Chondrenzusammensetzungen durch Mischungen produziert wurden aus Olivin plus etwas Siliziumreichen und eben nicht durch irgendwelche magmatischen Trends. Das bedeutet auch, sollten Chondren durch die Kollision von Asteroiden entstanden sein, dann können die Asteroide entweder überhaupt nicht differenziert worden sein oder das Modell ist eben falsch. Ein Vorschlag, der mir wieder kommt, ist, um die Variation in den Chondren zu erklären, dass die Chondren während ihrer Bildung mit ihrer Umgebung austauschen, Material austauschen, zum Beispiel SiO bei einer fraktionierten Kondensation, und dass durch diesen Austausch diese Mischung zustande kommt. Und das ist, was man aus diesem Plot lernen kann. Chondren sind Mischungen aus Material und reflektieren nicht irgendwelche Differenzationsprozesse, wie man sie vielleicht auf Asteroidenmutterkörpern erwarten könnte.